Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 3 Video. Wir sprechen heute mal über Season 4 in Modern Warfare 3 und Warzone. Erscheint am 29. Mai, ich denke mal so zwischen 19 Uhr. Preload wird wahrscheinlich schon um 17, 18 Uhr starten, vielleicht auch schon am Tag davor. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass wir das dann kurz bevor es startet dann runterladen können. Ich würde sagen, Freunde, wir starten erstmal rein mit Warzone, dann machen wir weiter mit dem Multiplayer und dann machen wir noch weiter mit den ganzen restlichen Stuff. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, gerne einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten rein. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten rein mit Warzone und einer Sache, die sehr viele OGs freuen wird. Und zwar ein, in Anführungszeichen, neuer Spielmodi, der sich Rückkauf einzeln nennt. Das bedeutet also, wenn ihr 4000 Euro Cash auf Tash habt, wie das jetzt so formulieren sollte, spawnt ihr neu. Wenn ihr unter 4000 habt, spawnt ihr nicht neu. Das heißt also, ne, haut nicht euer ganzes Geld raus für irgendwelche Sachen oder so, sondern immer 4000 auf Tasche haben, dann könnt ihr immer wieder neu spawnen. Ich glaube, bis zur letzten oder vorletzten Zone könnt ihr immer wieder neu spawnen. Das ist wie Team Deathmatch im Grunde in Battle Royale, also in Warzone. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. War auch ein Modus, der sehr viel Spaß gemacht hat und wo ihr auch sehr viele Kills machen konntet. Dann gibt es auch eine Art Premiere und zwar wird es 4 verschiedene Gulags geben. Es gibt nicht irgendwie einen neuen Gulag, nein, es gibt 4 verschiedene Varianten von dem Gulag. Und zwar gibt es mehr Deckungsmöglichkeiten, dann beim anderen gibt es weniger Deckungsmöglichkeiten. Dann sind die Wände in der Mitte anders platziert. Also auf jeden Fall komplett unterschiedlich aufgebaut vom Aufbau her. Und natürlich lassen sie sich auch spielerisch dann natürlich komplett anders spielen als die anderen Gulags. Mit Season 4 wird es auch möglich sein, dass wir Bunkertüren öffnen und betreten können. Da soll ich dann sehr guter Loot befinden, also so ein bisschen wie Warzone 1 mit MW 2019 so ein bisschen. Und das wird auch wahrscheinlich mit einem Live-Event zusammenknüpfen, wo das neue COD Black Ops 6 vorgestellt wird, was Ende des Jahres rauskommt. Dann erscheint auch noch das neue Specialist Extra Perk. Das bedeutet also, wir haben mit diesem Perk halt sozusagen alle Perks, die man in Warzone ja sozusagen ausrüsten kann. Und es gibt auch noch ein neues Perk bei den Schuhen, und zwar die unbegrenzt Taktik-Sprint-Stiefel, die dafür sorgen, dass man halt unbegrenzt Taktik-Sprint halt aktivieren kann, ohne irgendwie vom Sprint abzusetzen. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache für aggressive Spieler. Machen wir weiter, Freunde, mit dem Multiplayer. Hier bekommen wir mit Season 4 3 neue Maps dazu und eine neue Map-Variante von einer bereits vorhandenen Map, und zwar von der Map Das Haus. Dazu kommen, wie gesagt, aber gleich. Fangen wir erstmal an mit der ersten Map, und zwar der Map Paris. Wie man jetzt unschwer heraushören kann, befindet man sich natürlich in Frankreich, um genau zu sein, in Paris, wie es auch den Map-Namen schon hergibt. Und man spielt in einem Hotel und auch neben dem Hotel. Man kann auch die ganzen Geschäfte aufsuchen und es ist eher eine mittelgroße Karte. Dann haben wir hier die Map Tokio. Wir sehen hier Tokio bei Nacht. Wir sehen auch hier viele Werbereklameplakate, viele schöne Lichter, sehr detailverliebt auf jeden Fall. Man muss auch sagen, es ist eine große Karte. Auf sehr viele enge Gassen. Ich bin mal gespannt, wie die Map sich spielen lässt. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr detailverliebt. Das sieht man direkt schon bei den ganzen Aufnahmen hier. Und ich bin mal gespannt, wie die Map sich spielen lässt. Dann kommen wir schon zu der dritten Map. Und zwar zu der Map Incline. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Auf jeden Fall sieht die Map aus wie eine Skipiste. Wir haben hier keine Videoaufnahmen oder sonstiges, sondern einfach nur dieses eine Bild hier. Und für mich sieht es aus wie eine Skipiste oder irgendwas ähnliches in den Bergen. Und wie gesagt, wir sehen auch hier ganz viel Schnee und so weiter. Und es wirkt für mich wie eine kleine, enge Karte. Und dann haben wir auch noch die Map Das Groß. Ich weiß nicht, ob das Übersetzungsfehler ist. Auf jeden Fall ist das eine Variante von der Map Das Haus. Eine Remake-Karte aus Vanguard, die auch sehr viel gespielt wurde in Modern Warfare 3. Muss man an der Stelle sagen, also eine sehr beliebte Karte in Modern Warfare 3. Und was soll ich dazu sagen? Es ist eine Horror-Map-Variante. Version, ne, könnte jetzt aus einer Unterwelt, aus der Hölle stammen, ich weiß es nicht. Oder liegen irgendwelche, undefinierten Sachen rum. Ich denke, das sind irgendwelche Organe von Aliens, Monster, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht die Map ziemlich crazy aus und die kommen mit dem Mid-Season 4 Updates dazu. Dann bekommen wir für den Modern Warfare 3 Multiplayer nochmal 6 neue Spielmodis dazu. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zahl, da haben sie nochmal nicht gegeizt. Zum einen haben wir hier Sprengkommando, eine Mischung aus Suchen und Zerstören und Team Deathmatch, würde ich an der Stelle mal so behaupten. Auf jeden Fall auch ein sehr cooler Modus. Dann haben wir hier Havoc, das ist normales Team Deathmatch mit Veränderungen. Das heißt zum Beispiel, du hast hinterher dann die Möglichkeit, nicht mehr nachladen zu müssen oder du spielst auf einmal in Third Person oder du kannst höher springen, weil die Gravitation nicht mehr so hoch ist wie zuvor. Also auf jeden Fall auch eine sehr coole und interessante Sache. Da kann man wahrscheinlich auch sehr viele Kills machen pro Runde. Dann haben wir noch den Modus Hyper aufgeputscht. Auch der Modus ist ein bisschen verändert worden. Aufgeputscht kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Diesmal ist es so, dass du, wenn du direkt spawnst, einen Timer hast und der läuft ab. Und wenn der abgelaufen ist, explodierst du. Also das ist komplett crazy, der Modus. Und dieser Timer verlängert sich nur,
wenn du Kills machst. Das heißt, dieser Modus ist nicht campertauglich, ne, weil ein Camper wird die ganze Zeit draufgehen. Ihr müsst also immer wieder in Bewegung sein, müsst einen Kill bekommen, vielleicht mehrere Kills natürlich farmen, um so lange wie möglich am Leben zu bleiben und natürlich auch den Timer ja, nicht ablaufen zu lassen. Ein sehr cooler und aggressiver Spielmodi. Der nächste Spielmodi, den wir dann hier haben, ist nur Kopfschüsse und ich denke mal, der Name sagt es schon, wir können hier nur per Kopfschüsse killen und auch Schaden machen. Das heißt, sobald wir in den Torso oder sonst wo reinschießen, machen wir keinen Schaden, sondern nur Schaden, wenn wir in den Kopf schießen. Hört sich sehr interessant an und ich würde den auf jeden Fall mal testen, auch wenn ich gefühlt nur Helmbomben kassiere. Bin ich mal gespannt, wie der Modus sich spielen lässt. Dann bekommen wir auch noch den Modus Mutation und ich habe jetzt hier keine genauen Infos gefunden, aber ich denke mal, der Modus spielt sich so ähnlich wie infiziert, nur halt irgendwie ein bisschen anders. Bin ich auch mal gespannt, wie der Modus sich spielen lässt und den werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und der letzte Modus nennt sich Chaos. Jeden dritten Kill eine zufällige Killstreak bekommst. Also auf jeden Fall auch ein vogelwilder Modus, wo du sehr viele Tode bekommst, aber auch sehr viele Kills machst. Bin ich auch mal gespannt, wie der sich spielen lässt. Dann machen wir weiter, Freunde, mit zwei neuen Extras, die wir hier bekommen werden für Modern Warfare 3. Zum einen, wie gesagt, eine Weste und zum einen eine Ausrüstung. Wir fangen an mit der Weste. Es handelt sich hierbei um eine Hardliner-Weste, die dafür sorgt, dass ihr weniger Punkte bzw. weniger Kills machen müsst, um die Streaks, die ihr habt, zu erreichen. Das heißt zum Beispiel, ihr braucht jetzt 5 Kills für eine Drohne, dann braucht ihr nur noch 4 Kills zum Beispiel. Dann ist es aber auch so, dass hier Assist als Kill gewertet wird. Das heißt also, wenn ihr 2 Assist macht, wird das als ein Kill gewertet, was ebenfalls dafür sorgt, dass ihr eure Killstreaks wesentlich schneller und einfacher erreichen könnt, als ohne diese Weste. Das heißt also, wenn ihr gerne Killstreaks oder sowas spielt, dann ist die Weste genau richtig für euch. Und dann gibt es natürlich noch eine Ausrüstung, die nennt sich Kompressionsplatte und die sorgt dafür, dass man instant regeneriert, wenn man in der Stellung ist oder die Flagge gerade einnimmt. Also so ein bisschen wie Zusammenflicken, also die Zusammenflicken-Weste, nur ein bisschen schwächer. Das heißt, ihr habt halt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Objective-mäßiges macht, Flagge einnehmen, weiß nicht, Bombe entschärfen oder sonstiges, dann regeneriert ihr instant. Auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Dann bekommen wir 4 neue Killstreaks bzw. Punkteserien zu Modern Warfare 3 dazu. Und bei der ersten bekomme ich direkt Nasenbluten, Stressstuhl, was weiß ich, und zwar EMS. Das Ding gab es zuletzt bei Ghost und ich bin gefühlt durch das Ding öfters gestorben als durch eine feindliche Schusswaffe. Das Ding ist wirklich der absolute Horror. Ihr platziert so einen Kasten hin, der mit Sprengstoff bestückt ist. Zum Beispiel irgendeinem Raum. Und sobald ihr in diesen Raum reinkommt, seid ihr tot. Dann ist das so ein Bewegungsmelder oder so, keine Ahnung, irgendwas. Und der sorgt dann dafür, dass das Ding halt hochgeht und dann seid ihr tot durch den Sprengradius. Ne? Also das ist echt extrem krank, wie oft ich dadurch gestorben bin in Ghost. Und ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen wie die Clustermine in Modern Warfare 3, nur 10.000 Mal stärker. Das Ding wird richtig abfacken, ne? Ist meine Prognose. Die zweite Killstreak ist dann die Raketendrohne. Das ist eine Drohne, die man selbst steuern muss. Diese kann Lenkraketen abfeuern. Da haben wir als dritte Streak die DNA-Bomb. Die OGs wissen Bescheid, das ist die DNA-Bomb aus Advanced Warfare. Und diese DNA-Bomb killt instant alle Gegner auf einen Schlag. Die letzte Streak ist dann die Läuterdrohne. Das ist eine raketenbestückte Drohne, die in Gegner und Hotspots reinkracht. Was mit Hotspots gemeint? Stellen, wo viele Gegner sich befinden oder auf B-Flaggen oder in der Stellung zum Beispiel. Dann gibt es noch eine Sache, die sehr viele Leute freuen wird, und zwar eine neue Prestige-Tarnung. Kam ja mit Season 3 das erste Mal dazu. Das ist eine Tarnung, die man mit Punkten erspielen muss. Und hier ist es so, dass wir eine neue erspielbare Tarnung bekommen, die sich Obsidian nennt. Das ist die Tarnung aus Modern Warfare 2019. Und hierbei muss man sagen, dass die Tarnung in Modern Warfare 3 diesmal animiert ist. Das war in Modern Warfare 2019 nicht der Fall gewesen. Das war so eine matte Tarnung, würde ich an der Stelle behaupten. Und diesmal ist es so, dass wir die, wie gesagt, auch für alle Waffen erspielen können. Kleiner Haken dabei ist, wir müssen die Prestige-Tarnung aus der letzten Season für die Waffe, die wir Obsidian halt haben wollen, schon erspielt haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel für die Ball 27 Obsidian haben wollen, müssen wir für die Ball 27 auch schon die Prestige-Tarnung aus Season 3 freigeschaltet haben. Dann machen wir weiter vorne mit dem ganzen Stuff, den wir bekommen werden für den Multiplayer, für Zombies, aber auch für Warzone. Und zum einen müssen wir hier sagen, gibt es neue Waffen, Operator und mehr. Eine Sache betrifft allerdings nur den Multiplayer und Warzone, und zwar wird es neue Belohnungen geben für Ranked, sprich neue Tarnungen, neue Talismänner, Visitenkarten, Embleme und sonstiges. Und jetzt kommen wir wieder zu den Sachen, die für alle Spielmodis da sein werden, und zwar zu den neuen Waffen. Wir bekommen 4 neue Waffen an der Zahl. Die erste Waffe ist die K98K, eine DMR-Sniper, also so eine Mischung aus beiden irgendwie. Und das ist eine Waffe aus Modern Warfare 2019. Sehr mobil, gute Handhabung, hoher Schaden. Sehr, sehr gut spielbar auf jeden Fall, auch in Warzone sehr, sehr stark. Dann bekommen wir hier die Superi 46, das ist eine MP mit hoher Feuerrate und moderatem Rückstoß.
Dann bekommen wir die Reclaimer 18. Das ist eine Shotgun. Eine Remake-Shotgun müsste es sein. Das müsste die Spaß 12 sein, wenn ich mich ganz täusche. Die ist vollautomatisch, stark und nervig. Dann haben wir noch hier eine Nahkampfwaffe, und zwar den Vorschlagshammer. Killt mit einem Schlag. Hat eine schlechtere Handhabung als das Kampfmesser. Ist, denke ich mal, klar. Killt trotzdem, wie gesagt, mit einem Schlag. Ebenfalls erhalten wir drei neue Operator. Zum einen den Operator Soap. Kennen wir schon bereits aus dem alten Modern Warfare-Universum, aber auch aus dem neuen. Dann den Operator Void und Hammer. Dann wird es auch so sein, so wie die letzten Wochen, Monate auch, dass wir jeden Mittwoch um 19 Uhr ein neues Waffen-Unbox-Kit bekommen für MW2 und MW3 Waffen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir was für die FJX Horus bekommen und für den Granatenwerfer aus MW3. Bin ich mal sehr gespannt, was dahinter steckt und wie sich der Granatenwerfer dann hinterher spielen lässt. Im Laufe von Season 4 werden wir auch noch drei neue Events bekommen. Das erste Event nennt sich Kritischer Countdown, das zweite Event nennt sich Windender Strang und das dritte Event nennt sich Gundam, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall sind das hier Roboter oder Transformers. Ihr seht auch nämlich jetzt mal Bilder im Hintergrund, so sieht das aus. Da gibt es auch einige Bundles, die wir hier kaufen können. Und ja, das sind alle Informationen rund um Season 4 für Modern Warfare 3. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und haut rein. Technologie analysieren und eindämmen. Was zur Hölle ist das? Diese Gefahr ist jetzt global.